Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute möchte ich über meine Fehlgeburt berichten. Ich hatte ja angekündigt, dass ich darüber gerne mal ein Video drehen möchte. Ja, das würde ich dann jetzt gerne mal erzählen, wie das bei mir gewesen ist. Wie ja schon mal angedeutet, hatte ich vor 5 Jahren die Fehlgeburt. Und ja, ich war auch ganz überrascht. Es hatte im zweiten Zyklus dann auch schon geklappt, dass ich schwanger geworden bin. Habe das auch sehr früh schon gemerkt, also Zyklustag 24, glaube ich, war es. Da hatte ich dann so schon so Brustspannen und Unterleibsziehen und ich fühlte mich auch sehr müde und irgendwie fühlte ich mich anders. Und ich habe dann auch meinem Mann direkt davon berichtet und gesagt, hier, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, ich bin schwanger. Mein Mann sagte noch, ja, aber das ist auch noch viel zu früh, da merkt man sowas doch noch gar nicht. Und ich habe dann gesagt, doch, also irgendwie, mein Körper verändert sich, da ist irgendwie, ja, da ist was anders. Ja, da ich dann auch nicht so der geduldige Typ bin, der dann ewig lange wartet, bis dann die Periode mal ausbleibt, ja, bin ich dann einen Tag später in die Apotheke, da war Zyklustag 25 und habe mir einen Frühtest gekauft und habe den dann noch nachmittags gemacht. Und der war auch sofort positiv. Zwar jetzt nicht so eindeutig positiv, also der zweite Strich, der war schon etwas schwächer, aber er war halt da. So, ja, also war ich schwanger. Ich konnte es nicht glauben und ich konnte mich auch nicht freuen, weil ich irgendwie immer dachte, nee, irgendwas stimmt da nicht, das kann nicht sein. So, ich musste dann, habe ich bei meinem Frauenarzt angerufen, habe dann halt gesagt, so und so, ich habe einen Test gemacht und der war positiv und ich würde doch gerne mal für einen Ultraschall vorbeikommen. Ja, die Arzthelferin sagte dann direkt, ja, wie viele Tage sind es denn schon überfällig? Und ich sage, ja, ich bin gerade Zyklustag 25, also ich bin noch gar nicht überfällig, ich habe einen Frühtest gemacht und dann meinte sie auch, also da kann ja noch sehr viel passieren und ich soll einfach noch ein bisschen abwarten. So, dann hat schon an Zyklustag 28 angerufen und habe dann halt gesagt, dass ich halt meine Periode noch immer nicht bekommen habe und ich doch gerne mal beim Doktor einen Bluttest machen möchte. Ja, ich konnte dann, einen Tag später sollte ich dann in die Praxis kommen. Dort hat mein Frauenarzt mir dann Blut abgenommen. Und haben dann halt gesagt, so, sie können heute Nachmittag anrufen, dann wäre das Ergebnis da und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich habe dann nachmittags in der Praxis angerufen, die Arzthelferin sagte, ja, also der Bluttest ist zwar noch sehr, also dieser Wert, da ist dann auch irgendwie ein Wert, wird der da angezeigt und der wäre noch sehr niedrig, aber es bestehe eine Schwangerschaft. Ja, dann habe ich dann gefragt, ja, wie geht es jetzt weiter? Wegen Ultraschall gucken, ob die Schwangerschaft auch am richtigen Ort ist und nicht im Eileiter. Und das weiß man ja alles noch gar nicht. Dann sagt sie, ja, jetzt machen Sie erstmal langsam. Ne? Sie sind jetzt gerade mal, ja, also einen Tag drüber. Ich soll jetzt da ja nicht so eine Panik machen. Wir haben dann einen Termin gemacht für, ich glaube, es war 3 oder 4 Tage später. Dann bin ich schon in die Praxis gefahren. Da hat der Frauenarzt mir dann also einen Ultraschall gemacht, um zu schauen, ob die Schwangerschaft in der Gebärmutter ist und nicht im Eileiter. Ja, da konnte man dann auch eine Fruchthöhle in meiner Gebärmutter sehen, die halt noch recht klein gewesen ist, aber sie war halt da. So, der Frauenarzt hatte dann eine Eileiterschwangerschaft ausgeschlossen und meinte dann auch zu mir, ja, es ist ja noch sehr früh, weil es waren noch keine embryonale Anlagen zu erkennen. Und sagte, ja, es ist auch noch sehr früh, man muss da jetzt auch noch gar nichts sehen. Am besten kommen sie in einer Woche nochmal wieder und dann sollte sich das dann halt schon weiterentwickelt haben. Ja, dann habe ich vorhin einen neuen Termin ausgemacht für eine Woche später und habe aber die ganze Woche über bis zum nächsten Termin, habe ich immer gedacht, irgendwas stimmt nicht. Also dann hatte ich dann mal so über Tag hin und wieder mal so Brustschmerzen und Unterleibsschmerzen und dann hatte ich dann auch 2 Tage wieder gar nichts und da fühlte ich mich überhaupt gar nicht schwanger und hat dann auch zu meinem Mann gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Und mein Mann sagte dann so, ja, woher willst du wissen, dass da irgendwas nicht stimmt? Da habe ich gesagt, ja, ich war schon zweimal schwanger, ich weiß, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt und diese fühlt sich irgendwie anders an. Ja, mein Mann meinte dann, ja, nicht jede Schwangerschaft ist gleich, ich soll mir nicht so einen Kopf machen und nicht immer so negativ denken, da wird schon alles in Ordnung sein und wenn ich dann beim Frauenarzt gewesen bin, dann wird der Frauenarzt mir das dann auch bestätigen. Ja, ich habe dann in dieser Zeit, in dieser Woche bis zum nächsten Termin auch immer wieder mir CleoBlue HCG-Tests gekauft mit dieser Wochenbestimmung, weil ich dachte, ja, irgendwann müsste ja da auch mal 3 bis 4 stehen und nicht immer nur 2 bis 3. Und dann hatte ich aber zwischendurch auch mal einen Test, der zeigt dann auf einmal an, schwanger 1 bis 2. Habe ich gedacht, was ist das denn? Das kann ja irgendwie gar nicht sein, weil
Mein allererster Schwangerschaftstest, den ich von ClearBlue gemacht habe, der zeigte 2 bis 3 an. Und ja, 2 Tage später nur noch 1 bis 2. Habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. So, mein Mann sagte dann auch, komm, du machst dich verrückt, vielleicht hast du zu viel getrunken, warst zu oft auf Toilette und deswegen ist der HCG-Wert irgendwie anders. Also er hat jetzt nicht gesagt HCG-Wert, weil da hat er nicht so die Ahnung von, aber er meinte, vielleicht ist dieser Wert einfach noch nicht, also dass da nicht genug im Urin drin ist, dass der Test dann halt 3 bis 4 anzeigt, dass er nicht so konzentriert ist. Habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er recht. Kann ja durchaus möglich sein, dass ich irgendwie zu viel getrunken habe und der Urin nicht konzentriert genug ist, dass der dann halt diesen Wert, den ich sehen wollte, anzeigt. Ja, dann war dann die Woche auch irgendwann rum und ich hatte auch schon mit meiner Mutter telefoniert und meiner Oma erzählt, dass ich halt schwanger bin und was ich jetzt heutzutage nicht mehr machen würde, weil je mehr Leute das wissen, dass man schwanger ist, desto mehr Leuten muss man auch erzählen, wenn es dann, ja, wenn man dann eine Fehlgeburt hatte, das ist dann halt nicht so einfach. Ja, aber ich war halt so, ich habe mich nicht richtig gefreut, weil ich die ganze Zeit gemerkt habe, da stimmt was nicht, aber dennoch wollte ich das irgendwie der ganzen Welt mitteilen, dass ich schwanger bin. So, nach dieser Woche dann beim nächsten Frauenarzttermin hat er dann Ultraschall gemacht und hat gesagt, sehen Sie, da haben Sie sich umsonst verrückt gemacht, jetzt sieht man eine embryonale Anlage, schauen Sie mal hier, das sieht alles ganz gut aus. Das Einzige, was halt war, die Fruchthöhle war für die Zeit, wo ich dachte, dass ich wäre, viel zu klein. Und er meinte ja, vielleicht haben sie sich verrechnet, vielleicht hatte sich der Eisprung ein bisschen nach hinten verschoben, vielleicht sind sie noch gar nicht so weit, wie sie meinen. Aber dann wäre auch alles in Ordnung. So, ich war aber dann nach diesem Termin, war ich 2 Tage später noch bei meinem Frauenarzt, weil ich so ja, vermehrte Unterleibsschmerzen hatte und dachte, da stimmt was nicht, da passiert irgendwas, was ich nicht möchte. Und ja, er hatte dann gemeint, ja, ich würde mich bekloppt machen, ich soll jetzt hier nicht bei jedem kleinsten Fitzelchen da ankommen und er könnte ja jetzt 2 Tage später auch nicht mehr sagen, wie vor 2 Tagen erst. Also ich müsste einfach abwarten, ich muss halt geduldig sein und abwarten. Ja, da habe ich mich dann schon sehr schlecht gefühlt, als ich aus der Praxis rausgegangen bin, weil ich dachte, okay, der hat irgendwie kein Verständnis für mich, der nimmt mich nicht ernst. Ist ja nicht so, dass das meine erste Schwangerschaft ist und ich nicht über Erfahrung sprechen kann. Das war ja schon dann meine dritte Schwangerschaft und ich wusste genau, da stimmt was nicht. Ja, mein Mann, der Optimist, der war dann auch immer, der war schon am Planen, ne? Wo wir umbauen, anbauen für das dritte Kind und ja, etwas euphorisch. Und ich war halt immer sehr zurückgehalten. So, dann war ich dann. Freitags hatte ich dann so leichte Blutungen und auch Unterleibsschmerzen, als würde ich meine Periode bekommen und bin dann mit meinem Mann ins Krankenhaus gefahren auf die Gynäkologie. Dort hatte die Gynäkologin dann direkt schon zu Anfang, bevor sie überhaupt irgendwie geguckt hatte, gesagt, so also diese Blutung da, ich habe das halt so beschrieben, wie stark die Blutung ist und sie sagte, für mich hört sich das an wie eine periodenähnliche Blutung und sie wollte mir keine Hoffnung machen. Sie geht mal davon aus, dass das eine Fehlgeburt sein wird. Habe ich gedacht, okay, soll sie doch erstmal gucken, weil ja, ich meine, man kann ja viel erzählen und man hört ja auch schon mal, dass viele Frauen so Blutungen haben und dann halt trotzdem die Schwangerschaft intakt ist. Und naja, sie hat dann auch einen Ultraschall gemacht und erstmal so einen Urin-HCG-Test gemacht und ja, der war auch positiv, einen Ultraschall gemacht. Und da war ich dann 6 plus, ich glaube plus 5, also fast 7. Woche. Und sie sagte dann, ach, vielleicht habe ich mich auch, war ich ein bisschen voreilig. Also hier die Fruchthöhle, die embryonale Anlage kann man erkennen und man sieht auch einen Herzschlag. Ja, und ich lag dann, saß auf diesem Stuhl saß ich da halt und war super happy. Ich habe gedacht, oh, Herzschlag, super, ne? Also, ja, was Besseres will man, also was anderes will man ja auch gar nicht sehen, wenn man weiß, man ist schwanger und man hat dann halt einen Ultraschall, ne? Man will diesen Herzschlag sehen, man will hören, dass alles in Ordnung ist und dann ist man glücklich. So, sie sagte mir aber dann auch direkt, dass sie mich gerne da behalten würde, eben weil ich ja auch diese Blutungen habe, was schon sehr starke Blutungen sind und nicht mehr zu einer Frühschwangerschaft gehören und sie halt trotzdem noch immer der Meinung ist, dass das vielleicht abgehen könnte. Ich bin aber dann nicht da geblieben, weil ich dachte, also wenn die Natur das so entscheidet, dass das Kind, ja, dass es eben nicht so sein soll, dann wird es das, dann nehme ich das eben so an und so hin und ja.
Ne, ich gehe nach Hause, ich hätte dann auch einen Tag später, sollte ich dann auch arbeiten gehen noch. Und habe ich gesagt, nee, also ich bleibe nicht da. Und dann hat sie dann gesagt, okay, wir nehmen nochmal Blut ab und gucken einfach mal. Sie sind ja jetzt fast siebte Woche, wie der HCG-Wert im Blut aussieht. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Sie würde mir alles Gute wünschen und natürlich wünscht sie mir auch, dass das alles noch gut geht. Hat mir aber, wie gesagt, auch direkt dann nochmal gesagt, dass ich mich darauf einstellen muss, dass das dann wahrscheinlich eine Fehlgeburt sein wird. Ja, ich bin dann auch mit meinem Mann nach Hause. 2 Stunden später hatte mich die Ärztin angerufen, hat dann auch gesagt, dass der HCG-Wert im Blut zu niedrig ist für die Woche, in der ich bin. Und das darauf hindeutet, dass das keine intakte Schwangerschaft ist, sondern das deutet eher darauf hin, dass das ein, ja, ein Frühabort wird. Da habe ich gedacht, okay, ich hatte ja schon die ganze Zeit gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem hatte ich immer noch so die kleine Hoffnung, dass man sich da irgendwie ja, vertan hat. Ja, ich bin dann auch samstags arbeiten gewesen, hatte dann schon den ganzen Vormittag über schon sehr starke Unterleibsschmerzen, so halt so periodenähnliche Unterleibsschmerzen. Und die Blutungen wurden auch immer stärker. Und ich habe gedacht, okay, also ja, du musst dich jetzt wirklich damit abfinden, dass das Kind, also dass das eine Frühgeburt ist, eine Fehlgeburt ist. Ja, ich bin dann auch nach Hause. Abends ging es mir dann sehr, sehr schlecht. Also ich hatte ganz, ganz schlimme Unterleibkrämpfe. Es fühlte sich an, als wollte mir einer die Gebärmutter bei lebendigem Leibe rausreißen. Ich kann es nicht anders erklären. Es hat so weh getan. Ich bin dann auch auf Toilette gegangen. Und ja, als ich dann da auf der Toilette saß und ja, Pipi gemacht habe, habe ich dann halt auch gemerkt, dass dann da das ja, weggegangen ist. Also ich habe es richtig gespürt. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil diese Gefühle, die ich damals da so gefühlt habe, die kommen dann auch jetzt wieder so hoch. Ja, ich saß halt dann da auf der Toilette und habe geheult wie ein Schlosshund und ich wollte auch gar nicht von der Toilette runter. Ich wollte da sitzen bleiben und mein Mann kam nach 20 Minuten und sagte, hör mal, was ist denn los? Was machst du denn da die ganze Zeit? Und hatte dann so beim zweiten Hingucken halt gesehen, dass ich auch weine. Und ich habe dann gesagt, geh bitte raus, lass mich alleine. Und er sagte, nein, ich gehe jetzt nicht raus. Also wenn das jetzt eine Fehlgeburt war, dann geht mich das genauso was an und ich kann dich jetzt hier nicht alleine sitzen lassen. Und wie lange willst du denn überhaupt da sitzen? Und ja, ich bin dann, habe mich abgeputzt und bin von Toilette aufgestanden und ich konnte nicht abspülen. Ich konnte einfach nicht abspülen. Dieses Gefühl, als ich gemerkt habe, dass das da unten, dass es halt raus ist und ja, dann zu wissen, ich muss das jetzt abspülen, ich muss mein Kind abspülen. Ich konnte nicht abspülen. Es ging einfach nicht. Mein Mann hatte mich an den Arm genommen und versucht mich zu trösten. Man konnte mich überhaupt gar nicht trösten. Ich habe einfach nur geheult und geheult und geheult. Ich glaube, so wie da hat mein Mann mich noch nie heulen gesehen. Ich habe echt gedacht, ich breche hier gleich zusammen, ich falle hier um und das war's dann. Ja, mein Mann, der redete die ganze Zeit auf mich ein. Das hat mich dann irgendwann, das war mir einfach zu viel, weil er immer wieder gefragt hat, warum ich nicht abspülen will und ich konnte ihm das einfach nicht beantworten. Das holt mir nachher zu viel. Ich bin dann einfach aus dem Badezimmer raus, ins Schlafzimmer, ins Bett, habe mich dort unter die Decke verkrochen und habe einfach nur geheult und gehofft, dass man mich einfach in Ruhe lässt. Mein Mann hat dann abgespült. Ich habe die Toilettenspülung gehört und habe gedacht, also wie herzlos kann man sein, dass man das dann auch einfach so wegspült. Jetzt so im Nachhinein natürlich, ne, was hätte ich denn machen sollen? Also man konnte ja gar nichts anderes mehr tun. Es war ja weg. Es war weg einfach. Aber für mich war das auch so schwierig, weil ich halt einen Tag vorher noch das Herz hab schlagen gesehen auf dem Ultraschall. Und ich habe gedacht, jetzt ist dieses winzige Leben da in dieser Toilette drin, also in der Toilette drin und du spülst das einfach weg, wie so einen toten Fisch spülst du das einfach die Toilette runter. Und ich habe gesagt, das kann man doch nicht machen. Ich weiß nicht, weil ich dachte, was ich damit tue, aber für mich war das nicht verständlich, dass man da einfach abspült.
Ja, mein Mann kam dann nachher auch ins Schlafzimmer und hat dann da mit mir gesprochen. Ich habe gedacht, mein Gott, kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Es war schon alles schwer genug für mich und ich sollte mich dann erklären, wieso, weshalb, warum. Und er sagte dann auch immer, jetzt hör doch mal auf zu heulen. Da habe ich gedacht, also wie herzlos. Ne? Also ich habe gerade ein Kind verloren und er ist da so herzlos. Er sagte dann auch, ja, mein Gott, das war doch noch gar nichts. Ne? Und ich sage mal, ich habe das Herz gesehen gestern. Da war ein Herzschlag zu sehen. Natürlich war da schon irgendwas für mich. Und er sagte immer, mein Gott, das war sechste Woche oder fast siebte Woche. Was hast du denn gedacht? Das ist doch nicht so schlimm. Andere Frauen, die sind dann schon viel weiter und verlieren das Kind. Und ich habe gedacht, ich habe echt gedacht, da sitzt ein fremder Mann in meinem Bett, weil ich dachte, so kann mein Mann, so redet doch nicht mein Mann. Und ich habe da in dieser Zeit, da wie ich da in diesem Bett und er die ganze Zeit so geredet hat, gedacht, wollte der das Kind gar nicht? Ist er froh darüber, dass das Kind, also dass ich es verloren habe? Ich war fassungslos. Alleine schon die Situation, gerade diese Fehlgeburt gehabt zu haben und dann ein Mann, der dann da so redet, als wäre es egal. Ich habe echt gedacht, so, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ja, er sagte dann auch so, ah ja, mein Gott, dann wir probieren es weiter und irgendwann klappt es wieder und dann geht auch alles gut. Und ich habe gedacht, wie, gerade erst habe ich mein Kind die Toilette runtergespült und er redet davon, dass es ja nicht schlimm ist und wir dann irgendwann noch mal schwanger werden. Also ich habe echt gedacht, so, das ist nicht mein Mann. So, ich habe dann auch einen Tag später saß ich den ganzen Tag auf der Couch, total anteils, also ich, ja, so anteilslos. Ich habe mit keinem gesprochen, ich war einfach nur traurig, ich wollte keinen sehen. Meine Mutter rief auch an, um zu hören, wie es beim Frauenarzt gewesen ist. Da wollte ich gar nicht drüber sprechen, weil dann kamen mir auch direkt wieder die Tränen und ich war wieder am Weinen. Und die Kinder haben das auch nicht verstanden, was mit mir los ist. Und ich war immer noch, kreisten die Gedanken davon, diesem, dass mein Mann einfach abgespült hat. Also erklärt mich für bescheuert, aber das war erstmal so das, woran ich immer denken musste, dass mein Mann einfach abgespült hat. Und das dann nachher so runtergespielt hat, als wäre da eigentlich ja noch gar nichts gewesen. Also, wie gesagt, ich war nicht ansprechbar. Ne? Ich musste dann montags dann zu meinem Frauenarzt, der musste halt einen Ultraschall machen, um zu schauen, dass da, dass ich keine Ausschabung brauche, dass so schon alles ja, rausgekommen ist. Gott sei Dank brauchte ich keine Ausschabung. Ja, da war ich, das war dann so ein bisschen was, wo ich dachte, okay, dann musst du dich damit jetzt nicht auch noch beschäftigen. Ist ja alles schon schlimm genug. So, jetzt im Nachhinein, es sind jetzt 5 Jahre her, es fällt mir halt trotzdem immer wieder schwer, nochmal darüber zu sprechen. Aber ich habe mich dann irgendwann damit getröstet und gesagt, okay, die Natur hat das so entschieden, weil irgendetwas mit diesem Kind nicht gestimmt hat. Irgendwas war da, weswegen die Schwangerschaft nicht aufrechterhalten worden ist. Und natürlich sitze ich auch manchmal hier und überlege, so das Kind wäre jetzt 4 Jahre alt, vielleicht hätte ich jetzt eine Tochter oder noch einen Sohn und es wäre jetzt im Kindergarten, wie würde es aussehen? Das habe ich schon zwischendurch gerade jetzt, weil wir auch ja dann nicht mehr schwanger geworden sind und ich auch nicht weiß, woran es liegt. Aber ich meine, das gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Ich meine, das ist ein Erlebnis, das man nicht einfach so ad acta legt, wie, naja, ist halt passiert, sondern diese Gefühle, die man in diesem Moment hatte oder dieses Erlebnis, das hat man immer. Also, sobald man darüber redet oder sobald man dann darüber nachdenkt, fühlt man genauso wieder, wie es damals auch gewesen ist. Und das ist dann immer, ja, es stimmt mich dann halt immer traurig. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass mein Mann es wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint hat. Das war vielleicht seine Art, damit umzugehen. Ich habe ihm nämlich auch nachher immer wieder Vorwürfe gemacht und gesagt, ja, du bist ja froh, dass es weggegangen ist und deswegen hast du auch so geredet und hat immer gesagt, du weißt überhaupt gar nicht, was ich fühle, wie ich darüber denke, das weißt du gar nicht. Und irgendjemand hatte mir dann mal gesagt, dass, ja, dass Männer das eben anders verarbeiten wie Frauen. Also Männer sitzen dann nicht da und weinen, sondern versuchen irgendwie positiv zu denken und wieder nach vorne zu gucken, eben auch um
Also ich denke mal, dass mein Mann mir damit vielleicht auch helfen wollte. Ja, das ist immer das Tablet von meinem Sohn. Deswegen glaube ich, hat er das gar nicht böse gemeint. Ja, das war jetzt die Geschichte von meiner Fehlgeburt. Ich hoffe, das Video, ja, weckt Interesse. Vielleicht kriege ich einen Daumen nach oben, vielleicht abonniert er mich auch. Ja, falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, was ich jetzt nicht so erzählt habe, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, dann beantworte ich das gerne. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Schauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!